Mädel, Leute, Serpel hier. Heute geht's mir um was, was mich einfach nur abfuckt, und zwar Kalender sind wertlos geworden. Ich krieg irgendwie gefühlt jedes Jahr ein, zwei Kalender von meinen Eltern, und ich bin ehrlich, ich habe den Kalender von 2019, den ich auch immer im fucking Zimmer hängen hab, weil ich einfach so wenig einen Fick drüber gebe, nicht mal aufgeschlagen, der liegt immer noch zugeklappt an meiner Wand. Ich hab den nie umgedreht, einfach weil ich nie diesen Kalender benutzt habe. In der modernen Zeit des Menschen sind Kalender einfach nutzlos geworden. So, wenn ich ein fucking Datum wissen will, gehe ich einmal auf die Windows-Uhr und schaue mir an, welcher Tag heute ist. So, das ist halt mittlerweile nicht mal mehr so ein Ding, dass ich irgendwie sowas brauche. Und ich muss halt auch nichts planen, so. Für mich und wahrscheinlich auch für viele andere ist ein Kalender komplett nutzlos geworden. Und wenn du wirklich planen musst, dann stellst du dir halt einen Alarm ein, dass du es halt machen musst an dem jeweiligen Tag. So, es ist halt wirklich, du brauchst keine Papierkalender mehr. Es gibt so viele bessere Alternativen, die du auf deinem Smartphone und auf deinem fucking Laptop, in meinem Fall, benutzen kannst, die eine Kalender so komplett obsolet machen. Naja, was soll's. Ich wollte darüber jetzt nochmal reden. Ist so ein relativ kurzes Video, also sorry, ne? Danke, wenn ihr euch das angeschaut habt. Ja, bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich, entbimmelt die Glocke und jetzt... Ja.